Ich will endlich eine frische Geschichte. Irgendetwas, was in den letzten Jahren nicht schon tausendmal durchgekaut wurde. Vorschläge? Ich habe eine. Bitte? Ich habe eine Story zum 11. September und sie ist gut. Also? Es geht um einen Freund meiner Familie, Andrew Taylor. Er war damals einer der Feuerwehrmänner am Ground Zero. Er war der Chief der Wache in Manhattan. Heute engagiert er sich für einen Studienfonds. Für die Kinder der getöteten Feuerwehrmänner. Und für dieses soziale Engagement soll er mit dem Silver Star ausgezeichnet werden. Okay. Junge Reporterin trifft alten Helden. Ein intimes Gespräch, offen, ehrlich, die ganze schreckliche Wahrheit. Lucy, du machst die Geschichte. Also meine Rolle, Lucy, ist eine sehr starke Persönlichkeit, weil sie früh gelernt hat, mit Schmerz umzugehen. Und sie musste es vor allen Dingen alleine lernen, damit umzugehen. Hi, Andrew. Lucy. Ich arbeite jetzt für eine Zeitung. Ich würde gerne eine Geschichte über dich schreiben. Nein, nein, Lucy. Weder irgendwelche Orden noch irgendwelche Artikel in der Zeitung machen irgendwen wieder lebendig. Auch nicht deinen Bruder. Looks like a rain. Ich spiele Nicholas Taylor. Das ist der Sohn von Andrew Taylor, einem ehemaligen Feuerwehrmann. Es geht um schmerzhafte Geheimnisse. Meinst du, das hat irgendwas mit Finn zu tun? Als es damals passiert war, da hat mein Vater mich angerufen und wollte gar nicht viel von der Katastrophe erzählen, sondern wollte nur wissen, ob ich an dem Morgen oder in der Nacht davor noch mal mit Finn gesprochen hätte. Uns war klar, dass dort oben noch Leute sind. Und dass alles jeden Moment einstürzen konnte. Wir haben uns beeilt. Als der Alarm kam und ich sah, was da los war. Und ich wusste, er ist da oben. Verstehst du? Vielleicht sollten Sie über eine Alternativgeschichte nachdenken. Moment. Also wer kneift hier jetzt? Dieser Taylor oder du? Niemand. Er ist ein Zyniker und eigentlich, wenn man ihn nur so nach dem Text hier beurteilt, ist er eigentlich unangenehm, aber wir versuchen ihm so ein bisschen Menschlichkeit einzuflößen, dass man sogar sagen könnte, der hat Herz. Wenn ich es richtig sehe, dann geht es hier doch in erster Linie um eine Schwester, die ihren Bruder verloren hat und die nie drüber hinweggekommen ist und ihm noch so viel zu sagen hätte. Nutz doch deine Chance. Sag ihm endlich all das, was dir schon seit so vielen Jahren auf der Seele brennt. Sie sollten diesen Film auf keinen Fall verpassen. Zum einen, weil Sie so einen Umgang mit den Ereignissen des 11. September sicherlich noch nicht gesehen haben. Amerika, ein wunderschönes Land. Es ist wirklich gelungen, hier tolle Schauspieler zusammenzubekommen. Ich gehe jetzt mal los, denn ich muss diesen Film fertig machen.